Ja, guten Morgen, liebe Leute im wunderschönen Shambhala. Ich denke nicht, dass ich sie einfach so bewegen kann. Ja, schauen wir uns doch einfach mal um. Auf dem Boden befinden sich drei unterschiedlich große Steinscheiben, in die merkwürdige Symbole eingraviert sind. Sowohl die Scheiben als auch die Stele in der Mitte haben eine besonders auffällige Markierung. Ja, wahrscheinlich muss man sie richtig hindrehen. Die Steinköpfe zeugen vom großen handwerklichen Geschick ihrer Schöpfer. Selbst winzige Details werden gekonnt dargestellt. Die Oberflächen sind perfekt geschliffen und selbst nach all den vielen Jahren noch glatt und frei von jedweder Form der Verwitterung. Sicher hatten diese Köpfe für die Menschen von damals eine besondere Bedeutung. Vielleicht handelt es sich um die Abbildungen alter Gottheiten. Aber was mögen nur die weit geöffneten Münder der Köpfe bedeuten? Vielleicht muss man was reinstecken? Vielleicht sollte ich den Mechanismus lieber nicht zerstören, indem ich die Zahnräder herausnehme. Gut, dann halt nicht. Steinpodest. Können wir das mitnehmen? Das Podest ist zu schwer, um es zu bewegen. Gut, dann halt nicht. Na prima. Ein unterirdischer Fluss. Wenn ich versuche, dahin durchzuschwimmen, wird mich die Strömung glatt in die Tiefe reißen. Also okay. Das heißt, mit Fenton könnten wir hier jetzt wirklich nichts machen. Ja, dann ab zu einer großen Zeitreise zu Richard. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass er jetzt ein großes Bom-Bom-Bom macht oder so, aber nein, ich dann nicht. Ich könnte die Platte verschieben. Dann mach mal. Mal sehen, ob ich die Zahnräder herausnehmen kann. Ein Zahnrad aus Holz konnte ich von der Welle lösen, aber die anderen sitzen fest. Gut zu wissen. Die Oberfläche der Köpfe ist sehr glatt, aber sonst kann ich nichts Auffälliges erkennen. Ein Scherbenhaufen. Wie es aussieht, müssen wir hauptsächlich mit Richard erstmal agieren. Aber vielleicht ist ja tatsächlich noch etwas Brauchbares im Müll zu finden. Das Einzige, was nicht völlig vergammelt war, ist eine Nuss. Toll, können wir die irgendwie einpflanzen, damit Fenton dann ein Bäumchen hat oder so? Ich denke nicht, dass ich das Podest bewegen kann. Eine Fackel. Los, wir fackeln alles ab. Oder auch nicht. Mann, was für eine Ausbeute. Die Bodenscheiben befinden sich genau im Zentrum dieses Tempels. Ich kann mir vorstellen, dass sie eine besondere Bedeutung haben. Oh, das sieht doch schick aus hier, also. Allererste Sahne. Die Erde ist extrem fest. Mit bloßen Händen kann ich sie nicht abtragen. So, wohin soll ich jetzt gehen? Ich bin in der nördlichen Höhle und die beiden anderen Tempel der Priesterkasten sind im Südwesten, beziehungsweise Südosten. Okay, gehen wir doch mal südwestlich. Ich fürchte, für diesen Tempel bin ich eindeutig zu warm angezogen. Das ist eine Statue der obersten Gottheit der Priesterkaste des Feuers. Diese Kaste war sehr gottesfürchtig und hat versucht, Beistand durch Opfergaben zu bekommen. Das ist eine Vertiefung. Die Vertiefung ist leer. Na super. Da sind lauter Zeichen, Schalen. Ich bin sicher, das sind Opferschalen, in die man etwas hineinlegen sollte. Okay, vielleicht eine Nuss. In Ordnung. Ich lege die Nuss hinein. Aber unter dieser Schale befindet sich ein Symbol für Leben. Nun ist die Nuss eher etwas, das für das beginnende, aufkeimende Leben steht. Meine Opfergabe dürfte damit noch etwas fehlen. Diese Schale? In jeder Hand der Statue befindet sich eine Schale. Die hier ist leer. Ich bin sicher, das sind Opferschalen, in die man etwas hineinlegen sollte. Okay. Anscheinend hat er nichts zu sagen hier. Dann auf zur Südwesten. Das ist der Tempel des Lichts. Die Priesterkaste, die in diesem Teil der Höhlen gelebt hat, verehrte die Kraft und die Reinheit des Lichts. Was gibt hier so Feines? Keine Ahnung, wofür diese Vertiefungen gut sein sollen. Schau, was ist in dem Bottich da? In
Bottich ist nichts. Wow, wie interessant. Da ist noch eine Vertiefung, da auch noch eine. Wow. Ein Eiszapfen, den brauchen wir bestimmt, oder? Ja, einfach mal abbrechen. Geht doch. Okay, und da ist noch ein Pfosten. Der Pfosten ist recht wackelig. Mal schauen, ob ich ihn mit einem festen Ruck aus dem Boden ziehen kann. Ja, ich hab den Pfosten. Und die Kette nehme ich auch gleich mit. Supi. Schau, was kann man da noch so machen? Ach, den Erdhügel aufwühlen, ne? Interessant. Damit kann ich die feste Erde sicher auflockern. Und was darunter? Okay, was hat das jetzt gebracht? Schön. Wer die Welt vor dem drohenden Untergang retten möchte, darf nicht davor zurückschrecken, sich die Hände schmutzig zu machen. Ich versuche, den Erdhaufen mit den Händen zur Seite zu räumen. Gut, dass ich die Erde aufgelockert habe. So konnte ich die dicken Batzen schnell wegräumen. Allerdings ist eine Menge Schmutz und feuchte Erde an meinen Händen kleben geblieben. Was soll's. Vielleicht ganz gut für die Opferschale. Unter dem Erdhügel war ein steinerner Sarkophag verborgen. Der Verschluss des Deckels besteht aus einem Eisenschloss, das mit leuchtender Farbe bestrichen ist. Wahrscheinlich soll sie das Schloss vor Korrosion schützen. Sitzt ein dickes Eisenschloss. Ich kann den Sarkophag unmöglich öffnen. Allerdings scheint die schützende Farbe auf dem Schloss recht spröde zu sein. Beim Versuch, den Deckel zu öffnen, habe ich eben etwas davon abgekratzt. Aha. Dann noch weiter. Am Deckel sitzt ein dickes Eisenschloss. Allerdings scheint die schützende Farbe... Damit kann ich den steinernen Sarkophag nicht aufbrechen. Du sollst ihn ja auch nicht aufbrechen, du sollst die Farbe abkratzen vom Schloss. Mit der Fackel kann ich den steinernen Sarkophag nie und nimmer aufbrechen. Hätte ja sein können. Ach, da ist noch ein Pfosten. Nehmen wir den doch auch gleich mit. Der Metallpfosten steckt fest im Grund neben der Brücke und lässt sich keinen Millimeter bewegen. Sauerei. Stalagmit. Der kleine, kompakte Kegel des Stalagmiten ist fest und stabil. Mit den Händen allein lässt er sich nicht abbrechen. Ein Metallpfosten? Eigentlich sollte man sich ja nicht an den über Jahrtausende gewachsenen Naturwundern vergreifen. Aber es könnte ja jemand über diesen Stalagmiten stolpern. Ich schlage ihn also lieber ab und kümmere mich auch gleich um das entsprechende Pendant an der Decke. Auch der Stalaktit könnte jemanden verletzen, wenn er abbricht. Ja, das sind die richtigen Ausreden, um Vandale zu machen. Können wir auch die Steine wegbewegen? Die Steine liegen nur lose übereinander. Bestimmt kann ich sie mit einem beherzten Tritt in die Tiefe befördern. Dann mach mal. Walte deines Amtes. Ich hoffe mal, das hat jetzt nicht den Untergang der Welt nach sich. Das ist die zentrale Höhle Shambhalas. Die letzten Priester beschwören hier während einer tagelangen Zeremonie ein Kraftfeld, das die Quelle der morphogenetischen Felder schützen soll. Als ich den Priestern nach meinem Eintreffen den Angriff der Nazis auf das Kloster im Kembalung-Tal geschildert hatte, entschloss man sich zu diesem Schritt. Womöglich sollte mich das Schlüsselartefakt, das ich von dem sterbenden Mönch bekommen habe, genau hierher in diese Zeit bringen, in die Vergangenheit, damit den Priestern genug Zeit bleibt, sich auf einen Ernstfall wie diesen vorzubereiten. Na, das ist doch mal eine interessante Theorie. Ein Steinwürfel, her damit.
alles meins hier. Priester, das Kraftfeld, also nicht wirklich was anderes. Na schau, mit feuchter Erde müsste aus der Nuss ja irgendwann... Ich gebe die feuchte Erde noch zu der Nuss in die Schale. Dann kann sie keimen und sich dem Symbol entsprechend zu etwas Lebendem entwickeln. Vielleicht erfüllt diese Opfergabe dann ihren Zweck, was auch immer der sein mag. Wir werden ja sehen. Gucken, was gibt's denn sonst noch so Feines? Heißen Lava würde ich die Fackel sicher anzünden können, aber ich komme dort nicht hinunter. Und selbst wenn, hier oben ist die Hitze schon unerträglich, wie muss es dann erst da unten sein? Mhm. Warum nicht? Ich binde den Fackelstab an die Kette. Das geht doch. Das klappt. Die Kette ist lang genug und die Fackel wird sich da unten über der Lava sicher entzünden. Noch die Frage, wofür brauchen wir den Scheiß? Ein schwarzer, würfelförmiger Stein. Ah, ein bisschen Feuer machen am Altar ist doch auch mal nett. Unter der Vertiefung befindet sich ein Symbol, das Feuer oder Hitze bedeutet. Doch es passiert nichts, wenn ich die brennende Fackel hineinstecke. Hm. Den Deckel kann ich mit der Fackel zwar nicht aufbrechen, aber vielleicht lässt sich damit die schützende Farbe von dem Eisenschloss abbrennen. Yay. Die Farbe ist ab. Jetzt ist das Eisenschloss der Korrosion schutzlos ausgeliefert. Auch wenn mir persönlich das wenig hilft. Der Deckel ist nach wie vor fest verschlossen. Ja, also nach 20.000 Jahren wird es bestimmt helfen. Dieses Podest sieht aus wie ein Tisch aus Stein. Vielleicht handelt es sich aber auch um eine Art Altar. Wer weiß. Jetzt ist es jedenfalls leer und heruntertropfendes Wasser hat eine kleine Vertiefung entstehen lassen. Mhm. Könnte man vielleicht dafür sorgen, dass es noch viel stärker tropft? Kleiner Bach schlängelt sich durch diese Höhle. Ja, eigentlich ist das nicht mehr als ein Rinnsal. Da kommt schon einen netten Wasserfall rein. Und da waren wir auch schon nicht mehr. Schauen wir mal. Ah. Eiszapfen nehmen. Den Eiszapfen lege ich gerne wieder ab, denn es ist verdammt kalt. Du hast ihn schon die ganze Zeit mit dir rumgetragen und jetzt beschwerst du dich plötzlich. Gucken, kann man das hier noch irgendwo machen? Nein. Keine Ahnung, wofür diese Vertiefungen gut sein sollen. Wechseln wir mal zu Fenden, vielleicht hat sich da ja jetzt was getan. Oha,
Der sieht jetzt sehr übel aus. Die Abdeckplatte dieses Podests wurde im Lauf der Zeit durch heruntertropfendes Wasser ausgehöhlt. Das Podest ist zu schwer, um es zu bewegen. Hätte ja sein können, dass da jetzt was drin ist oder so. Diesem Getriebe fehlt ganz offensichtlich ein Zahnrad. Vielleicht sollte ich den Mechanismus lieber nicht zerstören, indem ich die Zahnräder herausnehme. Ach, aber dafür können wir uns jetzt bewegen, schon. Warte nur, wieso? Der Deckel des Sarkophags besaß einst ein dickes Eisenschloss. Doch das ist jetzt völlig durchgerostet. Ich will mal versuchen, ob ich den Deckel etwas zur Seite schieben kann. Dann zeig mal. Was werden wir finden? Es hat geklappt. Der Sarkophag ist offen. Jetzt werde ich auch noch zum Grabräuber. Naja, mal schauen, ob in dem Sarkophag was zu finden ist. Ein Knochen. Nur ein paar verrottete Knochen. Einen nehme ich mal an mich. Ein Kieselsteinchen. Ein paar kann ich mitnehmen. Hier haben sich die Gräfin und ihre Henkersknechte also eingenistet. Und dort unten ist ja auch Kim. Nun, irgendwelche Neuigkeiten? Nein, Frau Gräfin. Wir konnten noch keinen Ausgang aus der Höhle entdecken. Aber wir haben auch noch nicht jede Nische oder Plattform untersucht. Ein paar davon sind sehr schwer erreichbar. Und Paddock? Noch keine Spur. Aber wie gesagt, wir haben noch nicht jede... Schon gut. Vergessen Sie's. Vielleicht ist der Kerl über den Rand gestürzt und in der Lava verbrannt, als wir hierher teleportiert wurden. Wie auch immer. Wir haben im Moment andere Sorgen. Bereiten Sie alles für die Sprengung dieser merkwürdigen 12 Stelen vor. Ich bin mir sicher, dass wir das Kraftfeld dadurch deaktivieren können. Jawohl. Na super. Irgendwie muss ich diese Fesseln loswerden, wenn nur diese Gräfe nicht die ganze Zeit hier herumschleichen und mich im Auge behalten würde. Ach, jetzt sind wir Kim, okay. Auf dem Tisch befinden sich jede Menge Karten, Unterlagen und eine Glasflasche. Bestimmt könnte ich den Tisch mit einem Bein erreichen und ihm einen Stoß geben, aber das würde die Gräfin sofort bemerken. Ich sollte mich damit beeilen, alle drei Teile des Drachenamuletts zu finden. Es ist anscheinend meine einzige Chance, diese Übermacht zu bezwingen. Alright. Schauen wir mal, was wir haben. Ich nehme ein paar davon mit. Ja, wenn man unbekannte Kristalle nimmt, muss man sie natürlich gleich mitnehmen. Ist ja total logisch. Selbst wenn ich die Plattformen irgendwie erreichen könnte, allein hätte ich niemals auch nur die geringste Chance gegen die Truppen der Gräfin. Ach komm, wir haben das Überraschungsmoment auf unserer Seite. Laut Richard existieren neben dem Tempel hier im Norden noch zwei weitere Tempel der Priesterkasten, in denen Teile des Drachenamuletts versteckt sein sollen. Sie befinden sich im südwestlichen und südöstlichen Teil dieses Höhlenlabyrinths. Und ich dachte, in der marokkanischen Wüste war es heiß. Aber zur Sache. Das hier ist einer der drei Tempel, in denen die Teile des Drachenamuletts sein sollen. Allzu viele Versteckmöglichkeiten scheint es ja nicht zu geben. Andererseits bin ich bekanntermaßen ein Meister im Unterschätzen von Aufgaben. Eine Pflanze überwuchert diesen Arm der Statue. Hier ist eine quaderförmige Öffnung. Die Statue hält Schalen in den Händen. Diese ist leer. Die Schale ist leer und bewegen lässt sie sich auch nicht. Okay, also müssen wir hier wahrscheinlich noch irgendwas mit Richard machen. Brr. Hier drin friert man sicher den Allerwertesten ab. Zum Glück hatte ich in letzter Zeit genug Gelegenheit, mich an Eis und Schnee zu gewöhnen. Daher sollten mich die äußeren Bedingungen nicht daran hindern, das hier versteckte Teil des Drachenamuletts zu finden. Nein, danke. Ich brauche keine Eissplitter. Mir ist schon kalt genug. Im Bottich liegen unzählige kleine Eisbrocken. Vielleicht ist ein Eiszapfen von der Decke abgebrochen und darin zersplittert. Könnte sein. Um diesen Eisblock zu zerstören, bräuchte ich zumindest eine Spitzhacke.
Noch besser wären allerdings 5 Kilo Trinitrotoluol. Was ich damit sagen will, mit bloßen Händen kann ich dem Eisblock kaum einen Kratzer zufügen. Ja, wir haben es ja verstanden. Ah, die Kristalle. Sieh einer an. Mal schauen, ob das was bringt. Der Kristall passt genau in die Vertiefung. Das ist nicht mal Zufall. Der Kristall hat die richtige Größe und auch die Form scheint mit der Vertiefung übereinzustimmen. Ich setze ihn mal ein. Aha. Beeindruckend. Das Licht aus diesem Bereich des Tempels wird gebündelt und umgeleitet. Das kann doch kein Zufall sein. Der Kristall sitzt nun fest in der Vertiefung. Was passiert denn jetzt? Das gebündelte Licht schmilzt etwas aus dem Eis. Wir haben jetzt den Schwanz. Es ist das Schwanzstück des Drachenamuletts. Das nicht schön war. Na gut. Durch Zufall haben wir jetzt ein Amulettteil gefunden. Steinkugel? Wo haben wir die denn her? Schauen, was passiert hier jetzt? Mal sehen, was passiert, wenn ich eine der Steinkugeln in den geöffneten Mund dieses Kopfes werfe. Zwischen den beiden Zahnrädern aus Stein fehlt ein weiteres Zahnrad. Deshalb kann der Mechanismus auch nicht funktionieren. Also müssen wir doch nochmal zu Richie. Muss das Holzrad doch noch eingesetzt werden? Na schön, dann setze ich das Holzrad wieder in den Mechanismus ein. Hoffen wir mal, dass es klappen wird. Es scheint sich um eine Art Mechanismus zu handeln. Er besteht aus zwei Zahnrädern aus Stein. Dazwischen ist eins aus Holz, das sehr morsch und verrottet aussieht. Mal sehen, was passiert, wenn ich eine der Steinkugeln in den geöffneten Mund dieses Kopfes werfe. Na sowas. Ein hölzernes Zahnrad ist zerbrochen, als die beiden Räder aus Stein sich in Bewegung gesetzt haben. Die Belastung war wohl zu groß für das im Lauf der Zeit offensichtlich verrottete Holzrad. Ah, okay. Das heißt, irgendwie müssen wir dafür sorgen, dass das Holzrad... Ich nehme das hölzerne Zahnrad wieder mit. Besser ist wohl. Wie sollen wir das jetzt machen? Das sind die letzten 12 Priester, die den schrecklichen Bürgerkrieg in Shambhala überlebt haben. Wenn das Kraftfeld vollständig hergestellt ist, schützt es die Quelle der morphogenetischen Energie. Nur mit Hilfe eines magischen Amuletts kann man das Kraftfeld dann umgehen und die Energie dieses Ortes wieder nutzen. Okay, also hier ist auf jeden Fall nichts mehr. Müssen wir eigentlich nichts mehr machen. Ist ja fertig hier. Wenn mich nicht alles täuscht, dann symbolisiert dieses Zeichen den Tod. Fentons Knochen. Dieses Zeichen steht für den Begriff Feuer oder Hitze. Unter der Vertiefung befindet sich ein Symbol, das Feuer und...
Irgendwas muss man doch noch machen können hier. In dieser Opferschale befindet sich eine Nuss, die in reichlich feuchter Erde steckt. Vielleicht wird das ja mal einem Opfer für Leben gerecht, sobald die Nuss keimt und sich aus ihr eine Pflanze entwickelt. Das könnte Fenton bei der Suche nach dem Teil des Drachenamulets helfen, das später hier in diesem Tempel versteckt sein wird. Jetzt macht die Fackel das, was sie im besten Fall machen soll. Sie brennt und spendet Licht.